ist Christian. Ich bin Schweizer, seit 30 Jahren in Hamburg und habe eigentlich was ganz anderes gemacht in meinem Leben. Ich habe Filme gemacht. Irgendwann habe ich mir in den Kopf gesetzt, ein gutes Brot zu backen. Eigentlich das Brot meiner Heimat. Das, was ich eigentlich in Hamburg immer vermisst habe. Und habe mich auf die Reise begeben und habe viele Orte besucht und Bäckereien besucht und gelernt. Selber gemacht natürlich. Und irgendwann habe ich mir einen Holzofen gekauft. Und irgendwann war das Brot so gut, dass ich dachte, puh, vielleicht mache ich nur noch das. Ich habe natürlich in ganz Deutschland die Mühlen ausprobiert und habe einfach geguckt, wie backstark die sind und wie die Spezifikationen sind. Und ich bin lustigerweise fündig geworden hier in Neumünster bei Gut Rosenkranz, die das beste Mehl haben von allen in Deutschland und Österreich, die ich ausprobiert habe. Und die sind hier in der Region. Wenn man jetzt die Produktionszeit für dieses Brot aneinander reiht, kommt man auf 60 Stunden. Da ist ein Vorteig, der 24 Stunden reift, ein Hauptteig, der 24 Stunden reift. Es gibt die Autolyse, die nochmal eine Nacht reift. Also wenn man das alles zusammennimmt, plus die Gehzeit bei Raumtemperatur, kommt man ungefähr auf 60 Stunden. Zuallererst haben wir den Sauerteig. Der Sauerteig ist ja unser Haustier. Das ist praktisch das Wesen, auf dem praktisch das ganze Brot aufbaut. Und wenn es dem Sauerteig gut geht und wenn er richtig stark ist, dann haben wir ein schönes Brot. Und dieser Sauerteig, den füttern wir zweimal am Tag. Also 7 Tage die Woche wird der zweimal am Tag gefüttert. Damit der im Training ist, ja, und damit der auch nicht zu viel Säure entwickelt. Das ist ja, je länger ich einen Sauerteig stehen lasse, desto saurer wird er. Und je fleißiger ich ihn füttere, desto weniger sauer ist er auch. Und desto kräftiger wird er auch, also als Triebmittel. Das heißt, das Brot wird wunderbar luftig und kriegt große Blasen und so, wie wir es wollen. Gleichzeitig machen wir eine Autolyse. Das heißt, mit einem Teil des Teiges, den setzen wir vorher an und lassen ihn quellen. Das heißt, es ist nur Mehl und Wasser, was wir zusammenkippen und dann über Nacht stehen lassen. Das ist dann praktisch dieser erste Viertel. Und mit den restlichen 3 Vierteln kommen wir dann am nächsten Tag dazu und machen dann den Hauptteig. Der wird, wenn er geknetet wurde, gefaltet, nochmal zusätzlich. Das gibt dem Teig nochmal zusätzlich Struktur. Und dann wird er zur Reifung in die Kühlung gegeben. Und dann reift er 24 Stunden in der Kühlung, kommt nach 24 Stunden raus, wird dann nochmal vielleicht in der Wärme ein bisschen gehen gelassen, damit er die richtige Höhe hat, damit er den richtigen Luftanteil hat und stechen dann daraus unsere Laibe, die wir dann direkt in den Ofen schieben. Was ich gerne machen würde, ist dieses Konzept, was eigentlich immer regional funktioniert und wirklich von der Formel her garantiert, dass die Qualität gut bleibt. Das bedeutet eine Bäckerei mit einem Produkt, der ganze Fokus auf ein Brot und eigentlich nur einladen, nicht wachsen bis in die Unendlichkeit, sodass man die Qualität aus den Augen verliert, sondern klein bleiben. Und diese Formel zu finden, wo man in dieser Kleinheit die 4 Leute, die damit beschäftigt sind, ein Auskommen haben und immer diese gute Qualität produzieren, das ist eigentlich eine Formel, die würde ich gerne multiplizieren.